Was geht ab, meine Ozzy-Fighter OZD, und willkommen zum Team-Rating-Video Nummer 70, Freunde. 70 Wochen haben wir schon hinter uns auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für die ganzen Einsendungen in jeder Woche. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr dran teilnehmt, so ist der Link dazu in der Beschreibung. Dort bekommt ihr die Information dazu. Letzte Woche wart ihr gefragt am Ende eines Videos, diese Woche werdet ihr auch gefragt sein. Aber kommen wir erstmal dazu, wie gesagt, bevor wir loslegen mit den neuen Teams. Und zwar hatten wir das Team von Togeta, wie auch immer. Hashtag Dimosum, ich habe dir mein Dream of Gods Team geschickt. Ich freue mich über Verbesserungen, mach weiter so bis zur SPS. Ich bin noch ein Anfänger, deswegen sind sie nicht alle durchgenommen. Kein Thema, danke fürs Kompliment auf jeden Fall. So sah das Team aus, Freunde. Wir haben hier auf jeden Fall alle Charaktere, die zu der Dream of Gods Kategorie gehören. Also 6 von 10 Punkten. Alle sind für ihr Awakening Max Level. Also sie haben die maximale Grenze ihres Levels erreicht, sage ich mal. Aber sie sind natürlich nicht Max Awake, deswegen bleibt es vorerst bei den 7 von 10 Punkten. Und viele von, also das war die Charakterliste von dem Boy, also man konnte nicht so viel ändern und viele waren sich eigentlich relativ einig in Anbetracht dessen, was man hier ändern könnte oder wie man die Rotation bauen könnte. Im Endeffekt ging es dann darum noch, also jeder war sich so ziemlich einig, dass man auf jeden Fall den Strength Goku mit reinnimmt, statt dem AGL Goku, denn der Strength Goku linkt sich in dem Fall besser mit Ui Goku. Er hat nämlich noch zusätzlich, was der AGL nicht hat, beziehungsweise hat der AGL Kamehameha, der Strength hat statt Kamehameha The First Awaken, und das sind 25% auf den Angriff, und das ist eben im Prinzip besser für Ui Goku. Also Ui Goku und Goku, Strength Goku lassen wir auf jeden Fall in einer Rotation. Die zweite Rotation, da kann man es jetzt ein bisschen, ja, streiten mich nicht sagen, aber da kann man das so oder so spielen. Die Zeitrotation haben sich viele darauf geeinigt, dass wir auf jeden Fall ein Vegeta Blue mit einem Goku Blue spielen. Die Sache ist, zum einen, von den Vegeta Blues, die unser Boy in der Charakterliste hatte, war der Int Vegeta Blue, ist der beste von den allen. Er ist ein Dokkan X für Charakter nämlich, und von den Sets her ist er besser als die anderen. Natürlich hatten wir auch den Tech Vegeta Blue, der hat auch sein EZA awaked, aber unser Boy hat quasi, denke ich, nicht die Möglichkeit, ihn Extreme Z zu awaken, oder hat es eben nicht getan. Auch außerhalb davon hat aber der Tech kein Fierce Battle und die Goku Blues haben das eben. Also deswegen habe ich auf die Tech Vegeta Blues verzichtet, sei es der Free to Play oder auf den EZA. Aber der Int Vegeta Blue, wie gesagt, Dokkan X für Charakter ist ein guter Charakter. In der Rotation könnte man ihn halt mit dem Strength Goku Blue, sie teilen sich 5 Link-Skills. Da sollte vertreten sein Saiyan Warrior Race, Warrior God, Super Saiyan, Prepare for Battle und Fierce Battle. Die Sache ist, der Goku Blue hier, der hat durch die Passive auf den Angriff und auf die Verteidigung 90%, und wenn er gegen 2 oder mehr Gegner kämpft, bekommt er weitere 50% auf den Angriff hinzu. Also seine komplette Passive wird wahrscheinlich nicht immer getriggert sein, weil man meistens gegen einen Gegner kämpft, aber selbst dann hat der Angriff und Verteidigung von 90%. Jetzt ist halt die Frage, da haben wir noch zwei weitere Vegeta Blues und Goku Blues, beziehungsweise einen weiteren in dem Fall von jedem, und zwar den Strength Vegeta Blue und den AGL Goku Blue aus Resurrection F. Die teilen sich nämlich 6 von 7 Linkskills. Was sie halt haben, sind diese Resurrection F Linkskills, wie zum Beispiel Super God Combat. Das ist auch wirklich sehr guter Linkskill, was einen guten Angriffboost gibt. Das sollten, glaube ich, 20% oder 25% sein. Ich glaube sogar 25%, so eine Dreh herum. Jedenfalls, das hat der Vorteil von diesen Resurrection F Charakteren. Da ist jetzt die Sache, das liegt jetzt quasi an dir oder an jedem selbst. Welche willst du spielen? Willst du den Int mit dem Strength spielen? Also die obere Rotation oder die untere, wegen diesen Resurrection F-Link-Skills? Ich sag mal folgendes. Also von den Vegeta Blue hier ist der Int besser. Der ist besser. Der Strength bekommt auf den Angriff 100%, wenn er einen Super Attack startet. Der Int hat immer 100%, hat noch ein bisschen mehr. Der kann quasi die Gegner debuffen, aber seine Stats sind halt besser. Und er bekommt noch einen Buff, wenn er einen Super Attack startet. Aber overall, die Stats sind halt besser von ihm. Also er ist der bessere Charakter. Bei den Goku Blue kann man sich eben drüber streiten. Der Goku Blue hier würde sich quasi, ihr könnt auch den AGL Goku Blue mit den Int Vegeta Blue in der Rotation spielen. Die hätten Warrior God, Super Saiyan, Prepare for Battle und Fierce Battle. Das würde auch auf jeden Fall funktionieren, statt dass man quasi den Strength Goku Blue mitnimmt. Aber die Sache ist halt bei dem AGL Goku Blue, der bekommt auch 100% auf den Angriff, wenn er einen Super Attack startet. Aber vergisst nicht, das ist quasi nur ein Angriffboost. Er hat also keine Verteidigung. Deswegen liegt es an dir selbst oder an jedem selbst. Deswegen kann man sich eben drüber streiten, welchen von dem Vegeta Blue und welchen von dem Goku Blue man mitnehmen sollte. Dir würde ich empfehlen, nimm den Int Vegeta Blue mit. Und ob du jetzt den AGL Goku Blue mitnimmst oder den Strength Goku Blue, ist dir überlassen. Wenn du die Chance hast, dass du den Strength Goku Blue awaken kannst oder einen von den beiden, ja, dann nimmst halt einen von den beiden mit, kannst mich gerne wissen lassen, für wen du entschieden hast. Ich würde ganz ehrlich gesagt die obere Reihe mitnehmen, weil der hat auch einen Verteidigungsboost. Aber ich kann auch jeden verstehen, der sagen würde, nee, ich würde die untere Reihe nehmen wegen Resurrection F, vorerst wegen den ganzen Linkskills. Kann man auf jeden Fall auch machen, so ist nicht. Oder ich würde den AGL Goku Blue mit dem Int Vegeta Blue spielen, weil man quasi diese 10% mehr
besser findet. Also, dass er dann 100% Angriff bekommt, wenn er Super Attack schaltet, statt 90. Oh, aber er hat halt dieser rote, vergisst, der Strength, vergisst das nicht, der hat auch einen Verteidigungsboost. Attack und F 90% hat er immer. Und wenn man dann gegen Zer oder Mehrkämpfe, bekommt er noch 50% drauf. Also, ich würde ganz ehrlich auch so von sich, das ist quasi die Rotation aus gegen Goku Black. Ich würde es auch eigentlich, ich würde diese Rotation spielen. Ich bin ehrlich, ich würde die Rotation spielen. Ihr könnt mich alle gerne wissen lassen, welchen Vegeta und Goku ihr euch entscheiden würdet. Dann haben wir natürlich hier noch an der Stelle Rotationscharaktere. Also mit Weeds machst du nichts falsch, pack ihn rein. Und du hast aktuell Virus drin. Virus ist quasi ein Orb-Changer. Du bräuchtest jetzt für diese Rotation nicht unbedingt viele Orbs. Also könntest du auch den Int-Virus mitnehmen, weil er, wenn du ihn awaken kannst, individuell ein wenig stärker wäre. Aber ob du jetzt dich für Virus oder den Int-Virus entscheidest, wäre nicht schlimm. Und das sind quasi die Änderungen, die ich machen würde oder die ihr quasi gemacht habt. Vielen lieben Dank dafür. Dann machen wir mal weiter. Und zwar haben wir das Team von FZ. KAK, lieben Dank fürs Einsetzen. Hashtag Team Osoro. Hey Osoro, ich schicke dir mein Pure Saints Team. Ich hoffe, du kannst mir Feedback bzw. Verbesserungsvorschläge geben. Ich feiere deine Videos und ich freue mich schon auf den 24-Stunden-Stream. Vielen lieben Dank dafür, Freunde. 24-Stunden-Stream ist, das werden wir starten, wenn wir die 24.000 Abonnenten erreicht haben auf einem Wochenende. Dann, ich habe vor Samstag auf Sonntag, aber sobald wir das erreichen, werden wir auf jeden Fall mehr drüber sprechen. Und vielen lieben Dank natürlich für den ganzen Support in der letzten Zeit. Wir sind eigentlich kurz vor den 23.000 Abonnenten, Freunde. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Okay, uns haben hier ein Pure Saints Team. Jeder gehört zum Leaderskill, 6 von 10 Punkte. Alle sind Max, Max Awake für ihren Status. Der ist auch easy, sehr schön, 8 von 10 Punkte. Wenn wir das Ganze uns so ansehen, sehr schöne Rotation. Wir haben hier 7 von 7 Linkskills. Hier sind 6 von 7 Linkskills. Wir haben zwei schöne Supporter. Gefällt mir. Aber haben wir LR? Ja, haben wir. Und so, okay, wir haben zwar Prime Battle LR Vegeta und LR Majin Vegeta. Man könnte Prime Battle LR Vegeta und LR Majin Vegeta in einer Rotation spielen, aber nicht in diesem Team, weil nicht Evo Vegeta ist der Leader, sondern der physisch Super Saiyajin Vegeta. Und deswegen können wir Super Saiyajin Prime Battle Vegeta nicht mit ins Team nehmen. Und für Majin dann außerhalb davon, aus seiner Charakter, einen guten Partner zu finden, sag ich mal, ist ein bisschen schwierig. Also LR dann auch quasi an der Stelle nur verwerten, wenn man sie verwerten kann, ne? Aber LR Broly. LR Broly haben wir. LR Broly gefällt mir. LR Broly kann man easy einbauen. Der hat nämlich Prepare for Battle, 4 Battle, Super Saiyan. Ich würde, jetzt ist halt die Sache. Die Rotation mit den Vierfachen würde ich, by the way, lassen. Vierfache Goku und Full Power Goku teilen sich 6 von 7 Linkskills. Sehr schöne Rotation. Das kannst du auf jeden Fall so lassen. Frage ist halt, jetzt, willst du mit 2 Supporter weiterhin spielen oder mit einem? Wenn du mit 2 Supporter spielen willst, dann tust du, ist der Logo, die Antwort ist easy, den Int Vegeta raus für LR Broly. Der Int Vegeta hat auch 55%, okay, der hat keine Dupes, LR Broly. Also Int Vegeta ist nicht schlecht auf 55%, vor allem also mit dem Transforming Vegeta, 7 von 7 links ist natürlich sehr gut. Aber man merkt schon, wenn man dann LR Broly reinklatscht statt dem. Also würde ich LR Broly statt dem Super Vegeta reinhauen, könnte es trotzdem mal den Super Saiyan Vegeta mit LR Broly in der Rotation spielen lassen. Oder wenn du auf einen Supporter verzichten kannst, also dann würde ich Thales behalten, den Vegeta Blue raushauen. Dann könntest du LR Broly statt dem Vegeta Blue mit reinnehmen und dann hättest du einen individuell starken Charakter, den du rein und raus sortierst. Ob es jetzt quasi der Super Vegeta ist oder LR Broly, das, die Entscheidung wäre bei dir. Aber ansonsten würde ich so groß nicht viel ändern. Also LR Broly würde ich auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise involvieren. Kannst du gerne wissen lassen, wie du das machen würdest. Hätten wir einen physisch Broly, dann könnten du zum Beispiel physisch Broly in der Rotation mit LR Broly lassen und könntest dann Transform Vegeta rein und raus sortieren. Wir haben keinen physisch Broly leider, SSJ Broly. Wir hätten zwar einen AGL Broly. AGL Broly würde auch funktionieren mit LR Broly, so ist nicht. Aber sie hätten dann sowas überwiegend immer mehr oder weniger immer zur Verfügung wäre Prepared for Battle und Fierce Battle und Saiyan Warrior Race, glaube ich. Berserker, da muss man unter 50% sein. Der AGL hat keinen Super Saiyan, deswegen. Ja, Broly würde ich in LR Broly würde ich in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall involvieren. Dann würde ich mir auf jeden Fall, kannst du auf jeden Fall auch gerne wissen lassen, wie du das gemacht hast. Wen du reingetan hast, wen du rausgetan hast für LR Broly. Aber LR Broly würde ich mitnehmen. Genau, das wäre so mein Verbesserungsvorschlag. Das nächste Team ist von Marty McFly, Hashtag Team Osoru. Hier ist mein Wicked Bloodline Team. Ich weiß, dass ich auch sehr gute andere Units habe, aber ich wollte mir halt ein Wicked Bloodline Team machen. Würde mich freuen, wenn du noch Verbesserungsvorschläge hättest. Guck mir mal rein. Nicht schlimm, ihr könnt, egal welches Team ihr haben wollt, bewertet haben wollt, könnt ihr gerne reinsenden. Was cool wäre, wäre jedoch in dem Fall zum Beispiel, mein Boy, du hast ein Wicked Bloodline Team gesendet und der Leader-Skill von Metal Cooler ist, er gibt Wicked Bloodline Kategorien Boost oder Extreme AGL. Also wäre es geil gewesen, wenn deine Charakterliste auch nur Wicked Bloodline und Extreme AGL Charaktere wären. Ist nicht schlimm. Ich habe drüber geguckt, regeln wir erstmal das hier. Alle Charaktere gehören dementsprechend zum Leader-Skill, weil, ja, Samus ist ein Extreme AGL Charakter. 6 von
10 Punkten. Alle sind für ihr Status Max Awaked. Ne, sorry, Max Level. Alle sind für ihren Status Max Level. Ich war schon ein paar Schritte voraus. Max Level, 7 von 10 Punkte, aber nicht so Max Awaked. Also bleibt von den 7 von 10 Punkten. Dann, um einfach mal direkt rüber zu gehen, habe ich Folgendes erstellt. Ich habe einen Grafen erstellt. Ja, nein. Nee, habe ich nicht. Ah, okay. Ich hab's meinen Kopf erstellt. Genau. Ich habe es mal angeguckt und habe es mir gemerkt. So war das richtig. Denn, ist mir gerade wieder eingefallen, ich habe hier irgendwo einen Golden Freezer gesehen. Hier, boom. Golden Freezer. Sieh zu, dass du Golden Freezer trainierst, in das Team mitnimmst, dann ihn awakes. Golden Freezer tust du rein, statt dem physisch GT Freezy. Der physisch GT Freezer braucht ein Ziel, dass er seine komplette Passive hat. Außerhalb davon ist er solide, aber Golden Freezer ist halt ein Tank. So, auch wenn ich easy awake ist, er ist trotzdem ein guter Tank. Und den würde ich dann mitnehmen. Den kannst du schön beruhigt rein und raus rotieren. Also Golden Freezer für den physisch GT Freezer. Und dann kannst du, also Tag Freezer und Cooler teilen sich sehr, sehr gute Links. 6 von 7 Links jetzt sind das. Aber die Sache ist halt, wenn wir die Zeit behalten würden, dann würden die zwei Metal Cooler und Golden Angel Golden Freezer sich nur zwei Links zeigen, wenn mich alles täuscht. Und deswegen würde ich die Rotation behalten, Metal Cooler mit Physisch Cooler, die teilen sich 4 Link-Skills Freikopf und die beiden teilen sich auch 4 Link-Skills. Also Angel Golden Freezer mit Tech Freezer in der Rotation, Metal Cooler again mit Physisch Cooler, dann tust du noch Tech Golden Freezer statt den Physisch GT rein und Zamasu ist da an der Stelle Platzhalter. Also er ist da, er schadet niemanden, ist halt ein extrem AGL-Charakter, den kannst du reintun. Dein andere Wupp. Also du könntest auch den physisch GT Freeze lassen, aber da würde ich eher Zamasu bevorzugen, sag ich mal. Und dann, genau, diese Änderung würde ich quasi machen. Und danke für die Einsendung auf jeden Fall. Dann kommen wir nun zum nächsten Team. Das nächste Team ist von unserem Boy Pain. Pain mit dem brachialen Trizep. Was geht ab, mein Boy? Lieben Dank für die Einsendung. Und dann schreibt er uns, boom, folgendermaßen, genau, dankeschön. Hashtag Team Osu, hey Osu, du könntest du mir mein Pure Saints Team angucken und mir eventuell Tipps und Tricks geben? Unter anderem die Rotation und sein da oder sogar einen Verbesserungsvorschlag. Jupp, PS bleibst du bist oder also du bist echt stabil. Danke, mein Boy. Bleib auch stabil. Ja, bei dem Trizep bleibt man auch auf jeden Fall stabil. Nein, alles gut, ey. Die Gym-Witze mal zur Seite. Ja, mein Pure Saints Team, wie er es gesagt hat, und zwar gehören alle zum Leaderskill 6 von 10 Punkten. Also Max Level, Max Awake, yep, 8 von 10 Punkten. Und das Team sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Und Shoutout an dich, dass du einen MVP als Friend-Supporter setzt. Jetzt, sehr, sehr geiles Team. Ganz ehrlich, hätte ich hier noch quasi LR Super Saiyan 3 Goku und LR Majin Vegeta, würde ich zum Beispiel noch eine Rotation spielen mit LR Majin Vegeta und LR Super Saiyan 3 Goku und in dem Fall dann, ja, EO Vegeta und Thales rein und raus sortieren. Das wäre ein richtig geiles Team-Setup. Oder LSCK kann man hier natürlich auch involvieren. Aber wir haben leider die Charaktere nicht. Das ist die Krankliste, meine Ladies and Gentlemen. Wir haben ein LR Super Saiyan 3 Goku. Aber wir haben leider kein LR Majin Vegeta. Wir hätten zwar so einen Strength Majin Vegeta. Der hätte auch Over the Flash und Shattering Limit und Super Saiyan für LR Super Saiyan 3 Goku. Aber der kommt halt nicht an LR Majin Vegeta ran. Und da würde ich eher so bevorzugen, wie das ist. Die Sache ist jedoch, eigentlich könntest du mit zwei Supportern spielen. Also es liegt an dir, wenn du quasi einen individuell starken Charakter rein und raus rotieren willst, dann könntest du das eigentlich noch weiterhin machen. Aber ich glaube, zwei Supporter wären auf jeden Fall angenehmer. Denn wir haben ja feste Rotation. Evo und Broly, 4 Links geht sehr schön. Super Saiyan, Prepare for L4 Battle Prodigies. LF4 Fa Goku, LF Vegeta, müssen wir glaube ich nicht drüber sprechen. 6 von 7 Links geht Eskalation. Thales bleibt drin, als Supporter rein und raus rotieren. Jetzt, was ist hier los? Warum ist das so chaotisch? Folgendes, wie gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob du noch einen weiteren Supporter spielen willst oder nicht. Wenn nicht, dann kannst du ja einen individuell starken Charakter spielen. Du hast Full Power Goku. Ist gut, kann man rein raussortieren. Macht man auf jeden Fall nichts falsch. Du könntest aber auch LR Bardock rein raussortieren. LR Bardock ist ein konstanter Charakter. Der kommt auch selbstständig gut zurecht, auch wenn man rein raussortiert. Und hätte dann zusätzlich für Vegeta noch Same Pride. Dann geht das eher in so Schiene, okay, ich will einen individuell starken Charakter, aber vielleicht auch einen Supporter. Wenn ich entscheiden kann, dann wäre Super Saiyan 3 Bardock vielleicht dein Mann, denn wenn der oder wenn die HP unter 70% und drunter fällt, bekommen die Super Class Charaktere noch 40% auf den Angriff. Heißt, er wäre ein individuell starker Charakter und auch ein Supporter. Wenn du sagst, okay, ich will einen Supporter, einen reinen Supporter, könntest du hier Super Saiyan 3 Goku GT mit reinnehmen, rein und raus sortieren, 33% auf den Angriff, aber ich würde dann eher auf diese 33% verzichten und entweder physisch Bardock oder Tora mit ins Team nehmen. Warum? Weil die zwei haben noch einen Key-Aspekt. Physisch Bardock gibt Key plus 3 auf den Angriff 20%. Tora gibt Key plus 3 auf den Angriff 30%. Und was beide noch von Vorteil oder was beide quasi noch haben, was Super Saiyan 3 Goku GT nicht hätte, was noch fehlt für eine Rotation, wäre Saiyan Pride. Sie hätten Saiyan Pride für LL Super Saiyan 4 Vegeta. Heißt, wenn du hier rechts reinstellst, dann bekommt LR Vegeta noch Saiyan Pride hinzu und dann noch einen Support-Aspekt. Und in dem Fall würde ich mich dann um ehrlich sein, um Tora, für Tora entscheiden, weil der gibt Key plus 3, ein Key mehr und 10% mehr als der physische Sparung.
Genau, also Toda würde ich reinklatschen, aber außerhalb davon hast du natürlich ein bisschen Auswahl. Kannst du auf jeden Fall gerne wissen lassen, für was du dich entschieden hast. Und dann kommen wir auch zum letzten, beziehungsweise jetzt seid ihr gefragt am Ende, Freunde. Und zwar haben wir die Einsendung von Snakes. Ihr seid gefragt, Freunde, gebt dem Ganzen eine Bewertung. Korrigiert das Team gegebenenfalls und lasst mich in den Kommentaren wissen. Die Auflösung gibt es dann am Anfang des Videos der nächsten Woche. Er schreibt uns Hashtag Team Osaru. Ich hätte gerne deine Meinung zu dem Team. In dem Team sind meine Lieblingscharaktere, die ich zu dem Zeitpunkt zur Verfügung hatte. PS, als Friend habe ich Alligoeta für den Leader Skill. Vielen Dank, Osaru. Nun, ich darf dazu ja meine Meinung nicht geben, denn ihr seid gefragt. Aber Snakes, auch wenn wir hier Alligoeta als Friend mitnehmen, da stimmt dann trotzdem das ein oder andere nicht, Freunde. Deswegen seid ihr gefragt. Das ist dein Team. Gibt den ganz eine Bewertung. Das ist deine Krankliste. Und dann, ja, da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt, was sich hier an dem Team ändern würdet. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, wünsche auf jeden Fall euch noch ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be alright.